Ist es heute noch schlau, ein analoges Messgerät, also eins mit Zeiger, zu kaufen statt ein digitales? Ich hatte mir hier ein Gerät gekauft, ein MT 2017N, und ich möchte mir jetzt anschauen, was kann dieses Gerät, was man erwarten kann von einem analogen Messgerät, und was kann es, was man eher nicht erwartet von einem analogen Messgerät. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD00 QTC. Früher, in der guten alten Zeit, konnte man mit analogen Multimetern Spannungen messen, Ströme messen und, wenn es etwas taugte, auch noch Widerstände. Dieses Gerät hier, vielleicht wirklich aus dem Jahr 2017, auf jeden Fall aus China, das kann wesentlich mehr. Und ob hinter diesen Funktionen wirklich etwas Vernünftiges steckt, ja, schauen wir uns das mal an. Pack das mal hier aus. Die große Überraschung, die ich hatte, war, dass zwei Batteriesets eingebaut werden müssen. Dieses Video soll kein Testbericht sein von diesem Messgerät, sondern eher eine Betrachtung, was kann ich von einem analogen Messgerät heute erwarten. Ja, schauen wir mal, was es alles kann. Eigentlich sollte man es ausschalten, wenn man es nicht benutzt. Was es auf jeden Fall kann, es kann schlimme Löcher in die Finger machen, denn diese Spitzen hier vorne, die sind wirklich sehr spitz. Und für mich und für mein Sicherheitsbedürfnis sind die auch sehr weit ausisoliert. Also ich würde mich mit sowas auf keinen Fall in eine Steckdose reintrauen. Da ist doch die Katastrophe schon vorprogrammiert. Ja, hier steht etwas von ISO 9001. Das klingt jetzt erstmal nach Qualität. Und wenn man ganz kurz nur auf Google sucht nach ISO 9001, steht tatsächlich das Qualitätswort auch mit drin. Aber es ist natürlich keine Qualität im Sinn von Toleranzen, von Messgenauigkeit, vielleicht von wie lange hält das Ding, sondern es geht um Qualitätsmanagement. Also wie wird in dem Unternehmen, das dieses Messgerät hergestellt hat, beispielsweise mit Qualitätsproblemen umgegangen? Welche Führungskultur hat man in diesem Unternehmen? Also das kommt jetzt nicht drauf raus, das ist besonders toll wegen 9001, sondern der Hersteller Broskit hat Verfahren implementiert im Unternehmen, um mit Qualitätsproblemen umzugehen. Aber schauen wir mal weiter. Und schließen es an, und wenn wir hier die Buchsen sehen, sehen wir gleich einen Unterschied, den wir bei vielen analogen Messgeräten im Vergleich zu den bekannten digitalen Messgeräten haben, nämlich die Anordnung der Buchsen ist anders. Üblicherweise wäre hier der negative, der Massepol und hier der 10 Ampere Pin, und hier scheint das umgekehrt zu sein. Deswegen Augen auf, wenn man Kontakt sucht. Ja, und jetzt sehen wir hier sehr viele Farben. Schwarz ist aus, ganz eindeutig. Rot für Wechselspannung. Dann haben wir Blau, das schauen wir uns gleich noch an. Das ist eine Möglichkeit, mit einem der Nachteile von diesen Zeigerinstrumenten umzugehen. Nämlich, ich kann ja hier keine negativen Spannungen messen. Ich habe hier den Zeiger, ich habe auch hier die Spiegelskala. Die Farben korrespondieren jeweils mit dem, was ich hier drehen kann. Aber wenn es negativ wird, dann schlägt ja der Zeiger nach links. Und ja, da lässt sich nichts mehr ausmessen. Und deswegen gibt es dann hier die Möglichkeit, den Zeiger in die Mitte zu stellen. Und so sehe ich da noch Plus Minus. Das ist das Erste, was wir uns jetzt hier anschauen. Ich drehe das mal hier auf die Plus Minus 5 Volt Stellung. Und das Erste, was wir machen müssen, und das muss man bei analogen Messinstrumenten sehr oft machen, erstmal den Nullpunkt einstellen. Und zwar zurück auf Off, und hiermit wird das so eingestellt, auch hier mit der Spiegelskala, dass es genau hier auf Null ist. Ich kann das hier mit dem Fingernagel hin und her drehen. So, jetzt ist das ziemlich genau die Null. Und wenn wir jetzt hier auf plus minus 5 Volt gehen, das Ganze hier wieder auf Null. Ich muss die blaue Skala suchen. Ja, ich muss ja die blaue Skala suchen, und die blaue Skala, die ist gar nicht blau, sondern die ist hier
Rot, nämlich 0DC. Kleiner Logikfehler beim Hersteller, vermute ich mal. 0DC, und das kann ich hier mit einstellen. Und wenn ich jetzt mit dieser 1,5 Volt Batterie da rangehe, würde ich vermuten, jetzt sollte der Zeiger nach rechts ausschlagen bis 1,5. Ja, das kommt ganz gut hin. Das ist ja hier. Und wenn ich die Batterie andersrum anschließe, nämlich mit dem Pluspol hier an die Mitte, genau, dann schlägt es 1,5 in die andere Richtung aus. Also so kann man ein bisschen damit umgehen. Natürlich ist das viel genauer, wenn ich hier in den DC-Volt-Bereich gehe, hier in Blau, 2,5 Volt Vollausschlag wäre das. Und das wäre dann die schwarze Skala mit 250 hier beschriftet. Und dann würde ich erwarten, dass das bis ziemlich genau hierher geht, wenn die Batterie voll ist. Ja, bingo. Eingebaut ist, ihr könnt gerne selbst beurteilen, ob das sinnvoll ist, ein Batterietest. Hier 1,5 Volt. Und ich kann hier die Batterie mal anschließen. Jetzt wird mir angezeigt, das ist gut. Jo, wenn ich mir so die Ladekurven oder die Entladekurven von verschiedenen Batterietypen anschaue, Zink, Kohle, alkalisch, was auch immer, da lässt sich, glaube ich, eine Menge rein interpretieren. Lassen wir das und gehen auf die nächste interessante Funktion zurück, nämlich eine Funktion, die eigentlich digitalen Multimetern bisher vorbehalten waren, ein Transistortest. Ich kann hier in die Funktion HFE und LED gehen. Und habe ich hier mal vorbereitet einen NPN-Transistor, ein BSX24C. Das C bedeutet hohe Stromverstärkung. Ich fand den hier in der Bastelkiste und habe einfach noch Drähte angelötet. Und wir haben hier die blaue Skala HFE von 0 bis, ja, hier hört es dann mal bei 1000 ungefähr auf. Und dieses Bild hier zeigt, was da eigentlich gemessen wird. Es geht ein konstanter Strom von 10 Mikroampere in die Basis rein. Und dann wird einfach gemessen, welcher Strom fließt am Kollektor. Und das ist die Stromverstärkung. Fließen da maximal 10 Milliampere, haben wir hier diesen Vollausschlag von den 1000. Schließen wir den mal an und schauen uns das an. Ja, jetzt haben wir so ziemlich genau 1000. Ob das wirklich wahr ist, das weiß ich nicht. Das Datenblatt von dem BSX24C sagt Stromverstärkung größer 30, was immer das bedeuten mag. Der Vergleichstyp dafür ist der BC107, BC108 und der hat eine Stromverstärkung bis zu 800. Also so die Größenordnung könnte ungefähr hinkommen. Da müsste man vielleicht fleißiger messen, müsste das auch mal mit einem digitalen Multimeter vergleichen, was das an Stromverstärkung anzeigt. Blind drauf verlassen würde ich mich auf jeden Fall nicht. Ja, ganz nett, in derselben Stellung des Wahlschalters hier ist ein LED-Test. Ich kann hier eine Leuchtdiode reinstecken und ja, jetzt wird hier leuchtet die Leuchtdiode. Also sie funktioniert und ich kann auch eine andere Leuchtdiode reinstecken, auch gelb. Und auch sie leuchtet. Und schauen wir uns das nochmal mit einer grünen LED an. Dann sehen wir auch diese leuchtet. Der Zeiger schlägt ungefähr immer gleich aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier nochmal eine Anzeige gibt für die Durchbruchsspannung in dieser Leuchtdiode. Keine Ahnung. Vielleicht bei diesem Gerät nicht. Vielleicht habe ich es in der Anleitung nicht gefunden. Die ist aber auch sehr knapp bemessen hier. Das sind, ja, ist ein dünnes Heftchen und die Hälfte der Anleitung in Chinesisch. Da spricht natürlich nichts dagegen. Aber auch die Hälfte der englischsprachigen Anleitungen ist dann mit Fehlersuche
und Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsvorschriften ausgedruckt. Das heißt, die Anleitung selbst, was das Gerät kann, das fällt sehr, sehr dürftig aus. Und damit muss man vielleicht auch rechnen, wenn man Geräte aus China kauft. Man muss sich viel selbst erarbeiten. Vielleicht auch mal vergleichen, vielleicht auch mal Kontrollmessungen machen, analoge Kontrollmessungen, auch mit der Diffusionsspannung. Vielleicht mal mit einer roten Leuchtdiode versuchen, ob man da irgendwie was ablesen kann, eine Tendenz. Und dann hat man was gefunden zum Verwenden, das nicht in der Anleitung steht. Nicht ganz schlecht. Jetzt machen wir das mal raus. Wir haben selbstverständlich den Buzzer, Durchgangstester. Eine Sache, bei der alle analogen Messgeräte schlecht sind, das ist der Innenwiderstand bei der Spannungsmessung. Digitale Multimeter haben hier mehrere Megabyte Innenwiderstand. Das heißt, meine Quelle, die ich messen möchte, die wird kaum belastet. Aber bei so einem analogen Messgerät muss ja der Zeiger bewegt werden. Es braucht eine gewisse Energie, es fließt ein gewisser Strom und deswegen alleine kann der Innenwiderstand nicht besonders groß sein. Was bedeutet das im Detail? Dieses Gerät, viele andere liegen in einer ähnlichen Größenordnung, hat 20 Kiloohm pro Volt. Dieses pro Volt bezieht sich hier auf den Messbereich. Also wir fangen an bei 0,1 Volt, gehen über 2,5, 10 Volt und so weiter. Das heißt, im Bereich 10 Volt Vollausschlag haben wir 200 Kilovolt, weil 20 Kilovolt pro Volt, 10 Volt Bereich sind 200 Kiloohm, so rum. 200 Kiloohm. Bei 2,5 Volt habe ich entsprechend nur 50 Kiloohm Widerstand zu messen. Jetzt werdet ihr sagen, 50 Kiloohm, naja, das ist doch ausreichend. Aber schauen wir uns mal diese Transistorschaltung hier an. Wir haben ganz klassische Basisvorspannung mit Widerständen. Und wenn wir jetzt hier mit diesen 50 Kiloohm parallel noch rangehen, ja, dann sind es plötzlich keine 2 Kiloohm mehr von der Basis zur Masse, sondern nur noch 1,9 Kiloohm. Und entsprechend sinkt natürlich die Spannung am der Basis. Und was immer ich dort rauslese oder was immer ich dort rauszulesen glaube, ist nicht wirklich der Wert, der an dieser Basis anliegt, wenn das Messgerät nicht dran ist. Und ähnlich schlecht verhält es sich natürlich im Ampere-Bereich. Dort ist der Widerstand dann viel zu groß und hat entsprechend auch einen Einfluss auf die Messgenauigkeit bzw. auf das Objekt, das ich gerade messe. Es gibt auch eine Funktion, um Kapazitäten, also Kondensatoren zu messen. Die ist allerdings etwas, nun ja, abenteuerlich. Gehen wir mal hier in diesen Messbereich hier C in Mikrofarad und betrachten diese Skala hier, die rote C. Mikrofarad geht von 0 bis, ja, bis 2000. Hier wären 200 Mikrofarad, 100 Mikrofarad, 50, 40 und so weiter. Jetzt nehmen wir mal einen 22 Mikrofarad Kondensator, schließen den hier an. Und jetzt müsst ihr wirklich sehr schnell schauen auf diese Skala hier, was passiert. Die Erwartung wäre, dass es bis ungefähr hierher ausschlägt. Hier sind 20, der Kondensator hat 22, hier wären 30, 25, also ungefähr bis hier. Und jetzt wirklich schnell schauen. Ja, der Dip, der Ausschlag, ungefähr bis 30 waren das sogar, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und dann geht der Zeiger wieder zurück und das soll die Kapazität bezeichnen. Wichtig ist, dass man den Kondensator, bevor man das Ganze misst, entlädt, damit die Ladekurve möglichst unverfälscht ist. Wir können uns noch einen zweiten Kondensator anschauen, der hat 100 Mikrofarad. Ich schließe den mal kurz, damit wirklich nichts drin ist. Und schließe ihn dann an. Und wieder schnell schauen. Und die Erwartung wäre, dass die Nadel ungefähr hier bis 100 kommt. Ja, und das hat jetzt so ungefähr gestimmt. So 130 hatte ich ungefähr gesehen. Also
Die Anzeige meint es sehr gut mit dem Kondensator, aber so eine Größenordnung gibt es auf jeden Fall her im Mikrofaradbereich, wenn man nicht ablesen möchte, was auf dem Kondensator steht, oder wenn man schlicht wissen möchte, ob der Kondensator vielleicht kaputt ist. Das kann natürlich auch sein. Tatsächlich bin ich angenehm überrascht, was so ein analoges Messgerät heute alles kann. Transistortest, LED und so weiter und so fort. Naja, diese Kapazitätsgeschichte, die lassen wir mal raus. Das ist, glaube ich, eher so Schätzeisen. Preislich muss das jeder für sich entscheiden. Aber die digitalen, die sind natürlich genauer, sind teilweise günstiger, teilweise teurer. Man muss die Features vergleichen, die man hat. Auf jeden Fall ist so ein analoges Messgerät nichts zum Auspacken, einfach loslegen. Man muss sich mit den Funktionen vertraut machen. Man muss genau auf die Spiegelskala schauen. Man muss es immer kalibrieren für den passenden Bereich, bei Widerstand, bei Nullspannung, was auch immer. Und das muss man bei den digitalen eben nicht. Von daher, es ist ein kleines Abenteuer, sich darauf einzulassen, aber es könnte ganz interessant sein. Und ich mache jetzt diese Kappen wieder drauf, um mich nicht zu verletzen. Und wünsche euch angenehme QSOs 73 und bye bye.